So. Guten Morgen. Guck, guck. Da sind wir wieder. Was machen wir heute Schönes? Wir fahren Richtung Norden. Wir besuchen dort eine Firma, und zwar die Firma HG Motorsport. Mhm. Was machen wir da? Wir schauen uns die Produktion an, lernen ein paar Sachen über die Produkte, ja, gucken uns das ganze Spektakel einfach mal an. Die haben uns eingeladen und ja, die sitzen in Lübeck und ja, da hat Marcel sich dann noch eine Kleinigkeit für Björn ausgedacht. Auf dem Weg dahin fahren wir an Hamburg vorbei und da ist Buchholz in der Nähe und in der Nähe von Buchholz oder in Buchholz ist die Firma Mötefind. So, und der Jens Mötefind hat gesagt, kommt doch mal vorbei, schaut euch den Laden mal an. Ja, grundsätzlich gar kein Thema, gerade weil Björn ja unbedingt einen Trailer haben will und uns damit so penetrant auf den Sack geht. Genau, weil für die, die es nicht wissen, die Firma Mötefind, die bauen Autotrailer. So, ja. Offene, geschlossene, schon so ein ordentliches Ding. Ne? Also da kann man wirklich was mit anfangen. Also es sind wirklich schon fast Renntransporter mit Boxen und Kisten. All so gelöst, seht ihr nachher. Wie sagtest du so schön, so ein Wert von so einem Kleinwagen, ne? Ja, genau, von so einem Kleinwagen in neu. Also das ist schon nicht nur jetzt eine Platte mit Rädern drunter, sondern das ist wirklich schon was Hochwertiges. Genau. Ja. Und so ein Ding, davon träumt Björn schon urlange, aber... Ja, allen auf den Sack damit, Trailer hier, Trailer da, ich will sowas haben. Ja, und Jens sagte, kommt rum. Ich habe da zwei stehen. Guckt's euch mal an. Was, zwei stehen? Zwei stehen. Zwei. Ach, zwei Anhänger. Zwei Anhänger stehen, richtig. Zwei Hänger stehen. Zwei Hänger stehen. Genau. Ja, zwei Anhänger hat er da stehen, wir sollen mal vorbeikommen. Das machen wir auch. Björn weiß von gar nichts. Nee. Er geht davon aus, dass wir zur HG Motorsport fahren und uns dort schulen lassen. Auf dem Weg dahin wird Dorian plötzlich, wie machen wir das jetzt? Ja, ich nerv ihn so ein bisschen, weil ich da zufällig auf dem Weg ein schönes BMW E30 Cabrio gefunden habe, was zufällig neben der Firma Mötefind steht. Also ey, ich sag ihm das nicht, aber wir fahren da einfach mal hin und dann wollen wir einfach mal sein Gesicht sehen, wenn wir dann doch bei Mötefind auf dem Hof fahren, zwischen den ganzen schönen blitzenden Traumtrailern. Und ja, so ist der Plan. Und das hier ist jetzt das Intro. Also das eigentliche Intro kommt jetzt. Genau. Ja, bis gleich. Tschüss. Hallo zusammen. Hallo. Es ist wieder arschkalt. Ach nee, das war letztes Jahr, ne? Herr Karl. Ja, genau. Es ist aber wirklich arschkalt. Wir sind nämlich auf dem Weg in den kalten Norden. Richtig. Wo geht's hin? Hat die Motorsport uns eingeladen, hier war Rassan, vielen Dank. Nach Lübeck, Lübeck ist jetzt die beste Preis. Ja, in der Lübecker Bucht quasi, Aussee quasi Rassan. Genau, da gucken wir uns mal die ganze Produktion an, lernen auch mal ein bisschen. Wir wollen so einen kleinen Lehrgang in Sachen Bahnhof übergeben, weil wir auch ein bisschen mehr Kraftzeug präsentieren wollen. Und ja, da sind wir jetzt auf sich hin. Wir haben jetzt ein bisschen in der Hälfte, also ungefähr. Ja. Jetzt geht's eigentlich schon weiter. Da wollen wir uns auch noch was Neues überlegen. Vielleicht noch was Schönes bekommen. Da gucken wir mal. Aber das ist ja noch nicht schwierig. Wir schauen mal, wir werden ein bisschen fachsimpeln und dort auch überraschen. Und ja, wir fahren weiter. Jeder noch mal Pipi und dann weiter geht's. Ich will ein Eis. Sag mal, wann sollen wir bei Dingens eigentlich sein? Bei Capristo gleich irgendwann. Capristo? Bei Capristo sollen wir gleich irgendwann sein. Das ist eine andere Richtung. Haben wir da nicht feste Zeit? Nee, wir sind eigentlich recht entspannt. Also, ich habe ihm gesagt, dass wir gegen 9 Uhr losfahren und irgendwie zwischen 12 und 2 da antanzen. Also er ist auch echt easy. Hättet ihr gleich was dagegen? Ja, es dauert noch ungefähr ein Stündchen, eben mal kurz von der Autobahn runterzufahren. Und dann? Eine halbe Stunde Pause. Ich habe gestern schon mit einem geschrieben, da steht ein Auto, was mich ein bisschen interessiert. Und wenn wir schon mal hier oben sind, können wir da mal kurz, vielleicht eben kurz anhalten. Das ist ein sehr schönes Auto. Was ist denn? Kannst du mal nach rechts scrollen. Der steht da in so einer Karosseriebude. Und der ist eigentlich relativ günstig. Von der Autobahn runter sind das, ich glaube, ich erst in die 5 oder 10 Minuten, also wir gehen nicht weit. Habt ihr noch was gegen? Ich nicht, nö. Also, wenn kriege ich. Ich wollte auf jeden Fall gleich auch nochmal was essen holen, in Pause machen oder so. Ja, das können wir vielleicht damit verbinden. Aber wegen nach Lübeck oder wie? Ja, ja. Sag froh und dann. Ja, ja. Dauert ja noch ein bisschen. Ja, bei Hamburg ist das, ne? Erst vor Hamburg, aber nur noch.
Hörst du das? Vorne, Björn? Geradeaus und dann kommt da gleich so ein großer Kreisverkehr. Verlauf von B75 800 Meter folgen. Ja. Hey. Fährst du hier? Zwei. So ein eiriger Kreisverkehr. Wo ist der auch? Mit dem Loch in der Mitte. Guck mal. Im Kreisverkehr abfahren auf die Basler Straße. Ja. Die Sachen gibt's. Oh, Junge. Warum tust du das? Ich hab nur gelenkt. Auf Brauerstraße. Waldforst. Karosserie Lackzentrum Grund. Möntefind. Da sind sie. Ach Quatsch. Rechts abbiegen auf Brauerstraße. Danach befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Anhänger. Ein Hänger hast du in der Hose. Du musst hier rechts, ne? Hier rechts? Ja, ja. Das ist das Witzige. Ja. So. Das ist echt witzig, ja, weil ich war noch mit Möntefind. Ich habe nicht gehört, das rechts. Ach so, zu dem Grund willst du auch, oder was? Ja, ja. Ach so. Alter, der Pinke steht da vorne. Ja. So, jetzt musst du links. Ja, nein. Und wieder links. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Und dann musst du geradeaus auf den Möntefind-Parkplatz fahren. Auf den Möntefind-Parkplatz willst du? Ja. Nein, du willst sein. So. Du darfst jetzt einmal gucken und dann fahren wir wieder runter. Ach so. Ja, gut. Der wäre schön. Der wäre schön. Der wäre nicht schön. Mal reingehen? Ja, kann man mal Spaß machen. Was soll Cabrio kosten da bei dir? Es gibt kein Cabrio. Es gibt kein Cabrio. Achso. Spastis. Ihr seid doch Affen. Spastis, wir bist du nur verarscht, Alter. Mal. Gibt's gar nicht. Möntefind. Die bauen Trailer. Was gibt's denn hier schönes, Björn? Trailer, ne? Anhänger. Ich hab gehört, irgendwie findest du die geil. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Haben wir uns auf der Messe mal ein bisschen angeguckt. Das war schon, ja, ganz nett. Wie ist das große Land? So, da ist er. Den kriegt Björn jetzt. Oh ja, die Farbe. Das würde der Dame bestimmt gefallen. Alter, was ist denn hier? Ist das hier mal 4 oder nicht? Schönen guten Tag. Hallo. Hi. Hi Björn. Hi Björn. Ja. Wollt ihr erstmal zum Nachbarn oder? Wir haben mir erzählt, dass wurde verarscht. Auf gut Deutsch. Es war nicht der Plan für mich, nicht hier anzuhalten oder hier hinzufahren in dem Sinne. Ich war zwar bewusst, dass es hier in der Gegend ist, aber nicht so nah an der Autobahn. Dann hieß es, wir würden uns irgendwie einen E30 angucken, den er schon wieder kaufen will, weil er steht hier mit E30 Autos zu. Ich sagte, da vorne, da steht er, da müssen wir hin. Ah ja, er sagt so, ach, das ist ja zufällig. Ich halte von hier, aber so ein Name. Ja, ist auch nett. Ja, ist ja geil. Ich hab hier ein schönes Oranges in der Werkstatt auch drin stehen. Ja, so verarscht man dann Björn. Das ist so geil. So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben jetzt etwas Leckeres getrunken und ja, war gut. Espresso, was hier? Stärkt. Jetzt ist er wach. Ja. Gut, wir laufen jetzt ein bisschen durch den Laden und schauen uns das Ganze mal an. Richtig? Büros? Büros. Genau. Gott, fangen wir Büros an. Fangen aber hier unten an. Schön modern, ne? Ja, ja, sehr modern. Sehr. Das ist mein Büro. Das ist das Blaue. Hast du aufgeräumt? Ja, wir haben alle. Büros sind super modern und auch die Tische lassen sich in der Höhe verstellen. Man kann selbst stehen und sitzen und arbeiten. Das ist echt ganz cool. Ja, Geschäftsführer ist immer wichtig. Genau. Ja, das ist schick hier. Wie viele Quadratmeter sind das jetzt insgesamt? Also das Büro sind 700 Quadratmeter und die Halle 3000 und das Grundstück ist 12.000 Quadratmeter. Und hier haben wir Einkauf und Konstruktion. Also wir haben noch ein Büro in der Halle. Hier ist ein bisschen ruhiger, in der Halle ist ein bisschen lauter. Dann, wenn die ein bisschen Ruhe brauchen, dann können sie hier hingehen. Und wir steuern hier alles übers iPad-Fenster. Gut los. Das ist geil. Ja. Das ist echt cool. Ja klar, wenn man so neu baut, dann lohnt sich das, dass man direkt also sowas macht. Haben wir hier hinten eine Dusche. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Jens? Mitarbeiter? Knapp 40. Knapp 40, ja. Eine kleine Dame. Eine kleine Dame.
Hi. Mitarbeiternamen. Schick das hier. Und der Dachterrasse. Und der Dachterrasse, genau, das ist ganz cool. Da kann man hier draußen sitzen. Da stehen hier noch Stühle. Ja, wir überlegen aufzubauen. Echt schick. Ja, also den Bauträger, der sie gemacht hat, den können wir empfehlen. Hat wirklich alles vom Allerfeinsten. Ja, das ist immer gut, das gibt es auch noch selten gemacht. Ja, hatte gute Ideen mit dem Brandschutz, haben sie das hier so gemacht, dass die eigentliche Brandschutztrennung da vorne ist. Das heißt, wir können hier einfach T30 Fenster öffnen in die Produktion. Ansonsten, wenn man das anders geteilt hätte, dann hätte man hier ja, eine dicke, fette Wand. Ich sehe Anhänger. Ja, da kommen wir gleich noch hin. Der Kunde kommt zu euch, der Kunde bekommt von euch ein bestimmtes Gerüst oder kann sich komplett alles freigestalten? Wie macht ihr das? Also wir haben ja einmal diese Fahrzeugtransporter FTP oder FTK, die Plananhänger oder die Kofferanhänger. Mhm. Da gibt es halt eine Preisliste wie beim Auto. Kann ich mir im Prinzip das aussuchen, welche Ausstattung ich möchte, Länge, Breite, Höhe, Farbe, alles. Ausstattung innen, Winde und so weiter. Das ist eigentlich klar, das ist Standard. Mhm. Es kommen aber auch welche, die im Prinzip was Besonderes haben möchten. So Prototypentransporter. Okay. Ne? Ein Zug steht gerade draußen zum Service, der dann klimatisiert ist, wo dann Tonmodelle, so Vorserienmodelle transportiert werden. Aber ihr baut auch auf LKWs auf, hatte ich gesehen, oder auch den T5 oder so draußen und sowas. Ja, genau. Das sind dann eher so die speziellen Sachen, ne? Die noch nicht so als Serie durchlaufen. Ich sag immer so schön, das ist so der Maßanzug, ne? So, man kauft hier nicht irgendwie einfach nur einen Anhänger, sondern schön nach seinen Vorstellungen. Ja, also hier zum Beispiel, das war so der erste große, den wir gebaut haben für Brabus. Da war die Vorgabe, dass da mindestens 2 GL in den LKW und in den Anhänger passen müssen. Oder oben eine S-Klasse und unten noch ein Maybach-Guard rein. Und dann kommst du schon an die Grenzen von der Platz. Auch schon 2, schwer dann. Ja. Und da zum Beispiel der Anhänger kann, weil er eine geringere Rahmenhöhe hat, hat da etwas mehr Platz innen drin. Der LKW ist natürlich ein Stück höher und dann gibt es dann hier vorne noch so Mulden, wo man dann Geländewagen nochmal so 15 cm tiefer fahren kann. Für eine S-Klasse braucht man es nicht, ne, weil damit der reinpasst. Also jeder Zentimeter irgendwie kostbar, ne? Ja, also wenn die da drin stehen, dann ist rundherum, ne, am Dach und vorne und hinten vielleicht noch so 6 bis 8 cm Platz. Mehr ist dann nicht mehr. Wir sind ja auf die Gesamtlänge von 18,75 m begrenzt. Da muss man dann schon wirklich jeden Zentimeter ausnutzen. Wahnsinn, dass es überhaupt passt. Ja, ihr seid bestimmt hauptsächlich wegen der Technik hier. Ja. Gehen wir mal runter. Jetzt wird's interessant. Jetzt werden wir neugierig. Ja, das ist so ein Plakat von der Eröffnung, da haben wir einmal so ein bisschen gezeigt, was wir so machen, welche Bereiche. Wir bauen halt auch einen normalen Drei-Seiten-Kipper oder normalen Maschinentransporter, einen einfachen Pritschenaufbau bis hin zum exklusiven Fahrzeugtransporter oder auch Abschleppwagen, wie man da hinten sieht. Ne? Guck, wieder was dazugelernt. Tatsächlich, hier steht ein Hochregal, da sind 56 von diesen Kassetten drin. In jedem liegt ein eigenes Aluminiumprofil, also wir haben für alle Profile eigene Werkzeuge bei den Presswerken, dass die nur für uns machen können. Und die kommen dann immer so paketweise, ne? So 1000 Kilo oder 1500 Kilo. Und dann kann man am PC auswählen. Paternoster-Prinzip, ne? Ja, nicht Paternoster. Paternoster würde im Kreis laufen. Hier ist es wie ein Fahrstuhl, der fährt hoch. Achso, da hat die Einzelne, okay. Ja, dadurch hat man nur, wie man da sieht, nur 3,5 cm Zwischenraum. Ne? Okay. Ein Paternoster, wenn das drehen muss, hast du viel mehr Zwischenraum. Also hier passt halt eine ganze Menge mehr rein. Ja. Also da liegen jetzt ungefähr 100 Tonnen Alu drin. Wahnsinn. Wie hoch ist das Ding? 16 Meter. Hier haben wir noch so ein Zwischenlager, wo entweder Profile drin liegen, die dann einen größeren Durchsatz haben. Wir haben noch ein zweites. Die 35er Bodenprofile so in einem Stück schneiden. Dort haben wir eine große Plattensäge, mit der wir die Aluminium-Kofferbauplatten sägen können und gleichzeitig die Fußbodenplatten hier für die Anhänger. Die Bohrmaschine ist ein etwas älteres Modell. Aber geht nicht kaputt, ne? Ja, Doran sagt gerade, das hätte er ganz gerne so. Ne? Baujahr 80 oder was hast du da? Nee, 50er Jahre. Ja.
sind wir hier? Hier sind wir in der... Hier sind wir jetzt an Produktionen 1 bis 3. Hier werden hauptsächlich die Fahrzeugtransporter, Renntransporter, Ultramar-Transporter gebaut. In dem Lager hier werden die Bodenprofile gelagert. Die sind teilweise schon auftragsbezogen bestellt. Bei den breiteren Fahrzeugen, bei den LKW-Aufbauten. Bei den Anhängern ist eigentlich immer entweder 60 oder 70 cm Spur. Die bestellen wir dann 100 Stückweise. Da oben diese Boxen, die man da sieht, da ist für die Aufträge, die nächste Woche gebaut werden sollen, alles gepackt, was der Anhänger nachher braucht, außer der Aluminiumprofile. Da hängt eine Stückliste dran, ne? Da ist dann alles schon vorkonfektioniert, dass die Mitarbeiter nicht mehr rumlaufen müssen. Und dann gibt es hier, jede Produktionsstelle hat einen so einen Wagen, wo im Prinzip ein kompletter Anhänger Aluminium zugeschnitten drauf liegen kann. Und dann fährt man damit einfach zur Produktion. Aber ja, grundsätzlich rein Aluminium. Ist ja auch immer, genau, wo er sagt, rein Aluminium. Warum rein Aluminium? Ist es einmal das eine, das nicht gammelt, zum nächsten leicht. Wenn ich einen leichten Anhänger habe, kann ich mehr zuladen entsprechend. Das muss man immer bedenken. Also der Anhänger wird erstmal richtig rum, wird der Rahmen gebaut, also in Fahrposition, dann wird der Aluboden eingeschweißt, dann wird er einmal umgedreht, wird von unten versiegelt, damit nirgendwo in die Ritzen Spritzwasser eintreten kann. Ja, ja. Dann wird das Fahrwerk und die Deichsel montiert, Luftfahrwerk halt bei uns zu 99%. Und wenn der dann jetzt noch einmal umgedreht wird, dann kommt der Aufbau drauf, Plane oder Koffer, je nachdem was bestellt ist. Und hier wird also bis zur Lackierung alles fertig gemacht. Wahnsinn. Am Ende, wenn der Anhänger dann, so wie der jetzt da steht, oder wie der, wartet auf die Lackierung, vorher kommt kurz eine Abnahme aus der Endmontage, die gucken einmal, ob alles passt, ob alles dran ist. Und ja, dann ist da Lackvorbereitung. Lackiert ihr hier selber oder? Ja, wir haben da eine Lackieranlage. Ah, okay. Also hier zum Beispiel an Produktion 4 werden hauptsächlich LKW-Aufbauten produziert. Das ist zum Beispiel jetzt ein TGX, ein MAN, ein 18-Tonner. Der kann dann nachher auch zwei Geländewagen, zwei Sportwagen, je nachdem, was man so braucht, transportieren. Die kriegt ja so nagelneu von der MAN hier hingestellt, ja, und baut halt quasi den Aufbau komplett. Genau, der Kunde geht zu dem Fahrgestelllieferanten und bestellt dann das Fahrzeug, was er haben möchte. Wir geben ihm die Konfiguration, was man so braucht. Ja. Und dann kommt das fertige Fahrgestell hier an und dann bauen wir als erstes diesen Aufbau drauf, drehen das dann um, dann wird Hydraulik und so weiter alles installiert und dann kann hier praktisch der Koffer montiert werden, das Dach montiert werden, dann geht es in die Lackieranlage und erst wenn alles fertig ist, wird es dann hinten zusammengebaut. Also, das ist schon sehr aufwendig. Ja, aber eben halt ein Ablauf. Ja, ne? Eben. Ja. Auch mal was Kleineres, ne? Ja. Wenn wir immer nur Riesenanhänger haben, gibt es auch was Kleineres hier. Beim Thema. Es gibt auch was anderes. Hallo. Lackierer hier. Ja, wir haben eine 16 Meter Lackieranlage. Oh. Es passt also auch ein ganzer Sattelauflieger hier rein. So ist es zum Vorteil, wir können den Anhänger lackieren und gleichzeitig die Anbauteile, die Seitenverkleidung oder hier die Halterung von den Gasfedern, irgendwelche Regenleisten, kann dann alles in einem Zug lackiert werden. Das ist man nicht zweimal. Ja. Ja. Wir haben uns hier für eine Anlage entschieden, die von oben einbläst und hier raus und hier raussaugt, dass man seitlich wieder rausfahren kann. So haben wir eben diesen Durchfluss, ne? Dass wir keinen Stau mehr haben davor oder dahinter. Schön gestaltet. Ja. Ja, der geht jetzt mit zur Retro Classic, zur Messe der Anhänger. Da ist noch ein bisschen vielleicht Wochenendarbeit nötig am nächsten Wochenende. Oder? Bisschen. Welche Farbe kriegt der? Silber. Das ist jetzt dieser spezielle Primer auf Aluminium, damit der Lack gut hält. Was kommt jetzt noch, Füller oder gleich Basislack? Und klarer Lack. Gar nicht so klein, ne? Nee, Björn ist gerade so ordentlich geflasht hier. Also hier ist es so, der Durchfluss geht weiter. Hier werden die Anhänger zwischengeparkt, die von der Lackierung kommen.
und die warten dann im Prinzip hier auf die Endmontage und auf die Planmacherei. Wir haben hier zwei Unterflurbühnen, wo wir hier vorne meistens Endmontage machen, da hinten auch mal, die könnt ihr aber auch mal für Reparaturen nutzen. Und die LKW-Aufbauten, die werden meistens auf diesen Scherenbühnen dann fertiggestellt, ne? Weil man ja, wenn der Koffer drauf ist, unten drunter Hydraulik und sowas alles anschließen muss. Die Planmacherei ist hier auch direkt mit drin. Macht er auch selber. Ja. Das ist alles aus einer Hand. Ja. Das ist ja immer das Wichtige für einen Kunden oftmals. Was ja heute selten ist, dass alles aus einer Hand ist. Also hier ist noch made in Germany. Das ist auch eine richtig coole Erfindung, dass du den Seitenplan einfach so aufziehen kannst und zuziehen kannst. Also hier ist die Planmacherei und Sattlerei. Hier arbeitet der Ingo. Ingo hatte vorher eine eigene Halle, ein bisschen außerhalb. Musste dann schon so täglich Selbstgespräche führen und freut sich jetzt riesig, dass er jetzt hier integriert ist. Und, da war das so, dass jeder Anhänger das Werk einmal verlassen musste, da hin, um die Plane zu montieren. Ist dann schmutzig, nass geworden. Und jetzt ist das hier optimal. Der Anhänger muss nicht mehr das Werk verlassen, bis er fertig ist. Das nette Auto da drüben gibt es nicht mit Anhängerkupplung. Das kann man nicht mit Anhängerkupplung kaufen. Hier wird eine Anhängerkupplung dafür gebaut. Wahnsinn. Beeindruckend. Ich war ja schon in einigen Fabriken, die das so wirklich Fließbandarbeit machen, aber hier ist ja noch alles wirklich handgefertigt. Ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wahnsinn. Was man mit Anhängern so machen kann. Ne? Das war eine Idee von meinem Vater. So Unterflurbühnen eingebaut. Ein PKW würde man jetzt so quer rauf fahren. Hm? Und wir haben die längs eingebaut, damit die Achsen immer frei hängen. Haben dann die beiden linken sozusagen, die beiden linken Arme hier angebaut und die beiden rechten Arme sind da hinten runter. Und so passt das, ne, unter den Staumulden. Erst wollte ich es nicht machen, mein Vater hat gesagt, mach das, dann hast du einmal Ruhe, war natürlich nochmal eine riesen Investition. Diese Scherenbühne, die wollte ich eigentlich später oben draufsetzen, weil das Einbauen hat, glaube ich, 30.000 Euro gekostet. Da hat mein Vater gesagt, du wirst dich dein Leben lang ärgern, baue es gleich unten ein und dann unser Prüfstand haben wir es genauso. Wir hatten auch überlegt, aber wir haben es auch im Boden eingelassen, weil es ist einfach angenehmer. Ja, das haben wir da. Da passen ein paar mehr Reifen rein. Ja, hier passen für einen Car Porsche zwei komplette Radsätze rein. Ne? Hinten Satz Regenreifen, vorne Satz Licht. Also hier ist einmal so ein C-Tech-Ladegerät verbaut. Ja. Da haben wir dann unten drunter so eine CE-Steckdose mit einem Anschlusskabel, wenn der also längere Zeit ansonsten ist natürlich über Pin 9 vom Zugfahrzeug angeschlossen. Ja. Weil die Batterie muss ja auch irgendwie geladen werden. Da war gerade das Thema wie. Es gibt extra eine Steckdose dafür oder übers Auto.